Hallo, 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 ihr lieben, fantastischen, andersartigen Wesen. Hier ist die Susanna Mittermeier, heute mal in Kroatien. Wow, es ist so fantastisch hier. Und heute mal ein Facebook Live in der Früh. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben ein Facebook Live in der Früh gemacht. So. Der Grund, warum ich jetzt hier in der Früh schon ein Facebook Live mache, ist einiges. Also, wir sind hier in Kroatien und wir haben hier einen absolut gigantischen, unglaublich intensiven, aber gleichzeitig sehr Leichtigkeitskurs. Und was ich gestern mitgekriegt habe in ein paar von den Chats, in denen, also ich habe für die Leute, die bei mir Kurse gemacht haben, habe ich einen Telegram-Chat und da habe ich gestern einfach mitgekriegt, wie irrsinnig viele gerade glauben, sie werden verrückt. Und einige Leute, die mich gestern kontaktiert haben und angerufen haben und einfach ein, um Gottes Willen, was geht hier gerade ab in der Welt? Ich glaube, ich werde verrückt. Und okay, so deswegen jetzt hier das Facebook Live und vielleicht hier eine Inspiration für dich, für eine andere Perspektive, für mehr Raum, für mehr Leichtigkeit. Was darf ich dir jetzt beitragen? Und was dürfen ich und das Meer und die Erde dir beitragen? Was würdest du dir erlauben, von der Erde zu empfangen? Weil gerade in Zeiten, wo man glaubt, man wird verrückt, tut sich das meiste auf. Ja? Also wie wäre es, wenn all das, was in deiner Welt gerade so als richtig unangenehm ist und wo du glaubst, du hältst es nicht mehr aus, wo das genau da ist. Ich sage immer, wenn es unangenehm ist, ist das eigentlich das Vorspiel zu großartigeren Möglichkeiten. So, erstens einmal, Nummer eins, wie wäre es, wenn du dieses Unangenehme, ja, dieses ich glaube, ich werde verrückt, nicht mehr vermeidest, sondern erlaubst. Okay, so spür mal rein, alles, was du versuchst zu vermeiden, überall, wo du dir denkst, um Gottes Willen, ich werde verrückt, ich halte es nicht mehr aus, es ist zu überwältigend. Machen wir mal gemeinsam eine kleine Übung, okay? So, nehmen wir mal irgendetwas her, wo du meinst, das halte ich nicht mehr aus, ich glaube, ich werde verrückt oder das ist mir zu viel oder alles, was gerade in der Welt abgeht, alles, was ihr bei anderen Menschen wahrnehmt, wie die gerade Angst haben, wie sie Zweifel haben, wie sie sich Sorgen machen. Ja? So, erstens einmal, bevor wir das eine machen, wem gehört das? Wem gehört das? Wie viel nimmst du wahr von dem, was alles gerade abgeht? Und Angst ist so ein Ding. Angst ist wirklich ein Ablenkungsimplantat. Angst ist dazu da, um dich ständig abzulenken von dem, was wirklich möglich ist und worum es wirklich geht. Ja? So alles, was das ist und alle Ablenkungsimplantate, die du da real gemacht hast und alles, was drunter ist, wirst du das bitte mal Gottzillionen zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyonds. Okay, so und alles, was nicht deins ist, wirst du das bitte jetzt mal zurückschicken, wo es herkommt und von deiner Welt und deinem Körper loslassen. Du kannst es dir nachher wieder herholen, wenn du möchtest, aber für jetzt mal einfach zurückschicken, wo es herkommt, okay? Lass es mal von deinem Körper los. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyonds. Okay, so und jetzt spür mal, wo in deiner Welt denkst du gerade, jetzt wird es mir zu viel, jetzt halte ich es nicht aus, ich werde verrückt, das geht doch gar nicht so. So spür mal nach, wo in deiner Welt das gerade ist. Und jetzt anstatt das zu vermeiden, spür mal rein und sei mal präsent damit. Und machen wir es mal gemeinsam, okay? Da ist nämlich eine ganz andere Möglichkeit hier für uns, mit viel mehr Leichtigkeit, mit viel mehr Space, Raum, okay? So machen wir es mal gemeinsam. Nimm irgendwas her, wo du meinst, ich halte es nicht aus, ich werde verrückt, es ist mir zu viel. Okay, spür rein und sei mal voll präsent damit. Machen wir es mal gemeinsam. Okay, so sei mit dem. Gleichzeitig spür mal deinen Körper und nimm mal ganz viel Raum ein und nimm mal das Meer als Beitrag hier oder nimm die Bäume, die bei dir draußen sind oder eine Zimmerpflanze. Und erlaub mal diesen Pflanzen, diesen Erdedings da, was auch immer das ist, erlaub dem mal, dir und deinem Körper mehr Raum beizutragen. Ja? So
Zimmerpflanze, Baum draußen, das Meer hier kannst du auch verwenden. Auch wenn du nicht hier stehst, macht nichts. Es geht auch so, lass es mal in deine Welt hinein, lass es dir mal einfach mehr Raum beitragen und deinem Körper und erlaub dir mal so richtig einfach zu empfangen. Okay, so wie viel Raum kannst du einnehmen, um mit dem ganzen Irrsinn ganz viel Leichtigkeit zu haben? So alles, was das nicht erlaubt, wirst du das bitte mal Gottzillionen zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shots, boys and beyonds. Okay, und jetzt spür noch einmal nach, dieses Ding da, wo du meinst, du wirst verrückt, du hältst es nicht mehr aus. Und sei mal einfach damit. Sei damit. Und jetzt fragen wir gemeinsam, was ist die Möglichkeit dahinter? Welche Kraft, welche wunderschöne Möglichkeit, welche wunderschönen Energien sind da dahinter, die wir jetzt empfangen können? Okay, so spür rein und schau einfach, was steckt dahinter? Wahrheit, was steckt dahinter, dass ich vermeide? So, was steckt hinter diesem Irrsinn, diesem Wahnsinn, der so laut ist? Was steckt dahinter? Welche Möglichkeiten, welcher Raum steckt dahinter, den du vermeidest, um immer noch normal zu sein? Und alles, was das ist, mein Gottzillionen, wirst du das bitte jetzt zerstören und kreieren. Ha! Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shots, boys, me ons. Okay, nochmal eine Runde. Na, mach das noch einmal. So, spür nochmal nach, wo glaubst du, dass du verrückt wirst? Wo glaubst du, dass du es nicht mehr aushältst? Sei damit. Wie viel Raum kann ich einnehmen? Welcher Space, welche Möglichkeiten stecken dahinter, dass ich versuche zu vermeiden, um immer noch normal zu sein? Alles, was das ist, mein Gottzillionen, wirst du das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shots, boys, meons. So, mach das ein paar Runden zusammen mit, alles ist das Gegenteil von dem, was es scheint zu sein, und nichts das Gegenteil von dem, was es scheint zu sein. Alles ist das Gegenteil von dem, was es scheint zu sein, und nichts ist das Gegenteil von dem, was es scheint zu sein. Sagen wir es mal gemeinsam. Ja? Komm dir nicht blöd vor, wenn du es laut sagst, und wenn irgendwer um dich herum ist, der glaubt, du spinnst voll, dann sag es halt im Kopf mit. Also, geht schon los. Alles ist das Gegenteil von dem, was es scheint zu sein, und nichts ist das Gegenteil von dem, was es scheint zu sein. Alles ist das Gegenteil von dem, was es scheint zu sein, und nichts ist das Gegenteil von dem, was es scheint zu sein. Alles ist das Gegenteil von dem, was es scheint zu sein. Und nichts ist das Gegenteil von dem, was es scheint zu sein. Und alles ist das Gegenteil von dem, was es scheint zu sein. Und nichts ist das Gegenteil von dem, was es scheint zu sein. Wie geil ist das? Wir haben einen Cheerleader genannt, Kirche. Alles ist das Gegenteil von dem, was es scheint zu sein. Und nichts ist das Gegenteil von dem, was es scheint zu sein. Und alles ist das Gegenteil von dem, was es scheint zu sein. Und nichts ist das Gegenteil von dem, was es scheint zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr mich noch hört. Aber wie perfekt, hä? Oh, so, wie geht's dir jetzt? Ja? Und spür mal, was ist wirklich deine Welt? Das, was vorher war, vor 10 Minuten? Oder das da? Die Freude, der Raum. Und jetzt machen wir noch was gemeinsam. Apropos Cheerleader. Es ist geil. Okay, gemeinsam, laut oder leise, alles im Leben kommt zu mir mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Alles im Leben kommt zu mir mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Alles im Leben kommt zu mir mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Alles im Leben, auch der Irrsinn, kommt zu mir mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Alles im Leben kommt zu mir mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Alles im Leben kommt zu mir mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Und noch einmal, mindestens einmal, mit Kirchengebimmel, alles im Leben kommt zu mir mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. So, und einmal noch, alles im Leben kommt zu mir mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Meine Lieben, es ist so geil, was jetzt alles aufgeht. Mich haben gestern so viele Leute kontaktiert, angerufen und getextet, wie verrückt sie werden, oder sie glauben, sie werden verrückt. Und einer hat gesagt, mir ist so nach heulen. Und ich habe sie gefragt, heulst du? Oder heult diese Realität, wie sie gerade stirbt? So, alles, was nicht erlaubt, dass du anerkennst, was du weißt,
Wirst du das bitte zerstören und kreieren? Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shots, boys, meons. Warum glaubst du, dass der Irrsinn so laut wird gerade? Apropos. Warum glaubst du, dass der Irrsinn so laut wird? Das ist so, wie wenn ein Fünfjähriger seinen Willen nicht durchbekommt. Was macht der? Naja, er schreit noch lauter. Er dreht den Irrsinn auf, damit er endlich das bekommt, was er will. Glaubst du nicht, dass das dasselbe mit dieser Realität ist? Warum glaubst du, dass es so laut wird an Irrsinn? Kann es sein, dass es dem Ende zugeht? Kann es sein, dass es jetzt Zeit für uns ist? Yes. Kann es sein, dass es jetzt Zeit für uns ist? Kann es sein, dass es Zeit für unsere Realität ist? Mehr denn je. Und alles, was nicht erlaubt, dass du weißt, was du weißt darüber, wirst du das bitte mal Gottzillionen zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shots, boys, meons. Weißt du, du hast in jedem Moment die Wahl, was fütterst du? Fütterst du den Irrsinn mit deiner Angst? Fütterst du den Irrsinn mit deinem Zweifel? Fütterst du den Irrsinn mit deinen, um Gottes Willen, vielleicht haben die recht, vielleicht habe ich wirklich keine Wahl? Fütterst du das oder fütterst du, hahaha, Mama ist in the house. Wie sehr kann ich meinen Raum ausbreiten? Wie sehr kann ich meine Leichtigkeit erlauben, meine Freude, meine Herrlichkeit, meinen Humor einschalten? Und das zu füttern. So, was fütterst du? Ja, welchen Wolf fütterst du? Fütterst du den Wolf der Begrenzungen oder fütterst du den Wolf der Möglichkeiten? Und die Wahl hast du in jedem Moment. Ja, und wenn du mal dir Sorgen machst oder so weiter, du bist nicht falsch deswegen, ja? Wenn du mal Angst hast, du bist nicht falsch deswegen. Nur vielleicht möchtest du eine neue Wahl treffen, wo du sagst, was möchte ich wirklich füttern? Die Möglichkeiten und die Leichtigkeit oder die Begrenzungen? Weil wir haben so eine Power, das Ganze zu verändern. Wir haben so eine Power, da was anderes reinzubringen. Nur es braucht, dass wir das auch wirklich wählen. Und wir können das in jedem Moment wählen. In jedem Moment, wo du sagst, okay, was drehe ich auf? Die Sorgen, die Angst oder die Leichtigkeit und die Freude? Und wenn du mal nicht weißt, wie soll ich zu dieser Leichtigkeit und Freude kommen, hör dir dieses Video an. Verwend eines von den Tools da drinnen. Hör dir einen Kurs an, den du schon mal gemacht hast. Die Audios nochmal anzuhören. Lies irgendein Access-Buch. Schau dir ein Video an. Fütter einfach. Näher dich einfach mit der Leichtigkeit, wenn du sie nicht selber findest und wenn du selber gerade spürst, du hast keinen Zugang dazu. Ja? Und noch was, was jetzt auch so richtig cool war, die letzten Tage, ist zu merken, wie sehr erlaubst du dir, von deinen Gefühlen und deinen Emotionen geleitet zu werden. Ja, dieses Gefühle und Emotionen ist oft etwas, das man verwendet, um für sich sprechen zu lassen. Ja, du bist nicht deine Gefühle, du bist nicht deine Emotionen, du bist so viel mehr darüber hinaus. Ja, so überall, wo du deine Emotionen und deine Gefühle dein Leben dominieren lässt, anstatt alles, was du darüber hinaus bist, wirst du das bitte mal Gottzillionen zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyonds. Was bist du? Welcher Raum bist du über deine Emotionen und deine Gefühle hinaus, dass du jetzt anerkennen kannst, leben kannst? Und das Ding ist, wenn du nicht mehr von deinen Gefühlen und Emotionen wärst, um Gottes Willen, wie schrecklich, die Angst zum Beispiel, das dominieren zu lassen, sondern stattdessen eher, was spricht drüber hinaus? Und da kommt ein Raum und wir sind vielleicht nicht gewohnt, diese Sprache des Flüsterns zu hören oder zu sprechen, weil wir gewohnt sind immer, oh, der hat eine fixe Ansicht und dann, wenn der eine fixe Ansicht hat, dann höre ich dem zu. Oder oh, die Gefühle und die Emotionen, wir sind so gewohnt, das Schwere zu hören. Deswegen dürfen wir uns wieder trainieren, diese Sprache des Flüsterns, die Sprache des Raumes zu empfangen. Und zu sein, so alles, was das nicht erlaubt, right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyonds. So welche Sprache des Flüsterns, welche Sprache des Bewusstseins, welche Sprache des Raumes könntest du dir erlauben, wieder anzueignen, zu sein und zu empfangen? Und alles, was das nicht erlaubt, mal Gottzillionen, wirst du das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyonds. Meine Lieben, wir sind dran.
Okay, wir sind dran. Ich sage noch einmal, wir sind dran. Alles, was das nicht erlaubt, überall, wo du das noch nicht anerkannt hast und überall, wo du lieber hineinrutscht in das, was dir präsentiert wird als Realität, wirst du das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shots, boys, meons. Die schon mal Bars oder die schon mal Foundation von euch gemacht haben, ihr wisst, Realität ist ein Ablenkungsimplantat. Ja, also Realität ist immer, wo jemand sagt, das ist real, da musst du zuhören. Ja, also du wirst keine Wahl haben, weil jemand anderer über dich bestimmt. Das ist ein Ablenkungsimplantat. So alles, was das ist und überall, wo du da mitspielst und es fütterst und sagst, oh Gottes Willen, ja, die haben recht, ich habe wirklich keine Wahl. Alles, was das ist, wirst du das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys, meons. Was kannst du jetzt wählen? Was können wir jetzt wählen? Mehr denn je. Okay, welche Wahlen hast du heute, die dir mehr Raum geben, die deinen Körper nähren? Ja? Welche Wahlen hast du? Alles, was das nicht erlaubt, wirst du das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and yawns. Meine Lieben, es ist so viel möglich. Und wirklich, womit kannst du dich beschäftigen? Zum Beispiel bei mir war das so, wie ich mit Access begonnen habe, habe ich in der Psychiatrie gearbeitet. Da hatte ich meinen ersten Bars- und Foundation-Kurs gemacht und war total durch den Wind und machte oh, so viel Leichtigkeit und Raum und yeah, let's go. Und dann habe ich in der Psychiatrie gearbeitet mit Menschen, die lieber normal sein wollten, die Kollegen, die ja, alle Leute um mich herum eigentlich in meinem gesamten Leben. Und das war ein bisschen eine Herausforderung, dieser Raum zu sein, inmitten von Normalos, ja, Familie, Kollegen und so weiter. Damals gab es noch keine Videos, damals gab es keine Bücher, damals gab es keine Podcasts, damals gab es nur Kurse irgendwo in Costa Rica und in Amerika und Australien. Da gab es noch fast nichts in Europa zu der Zeit, wo ich angefangen habe, nur in Schweden und in Italien. Das heißt, ich hatte niemanden, mit dem ich irgendwie einen Austausch haben konnte. Es war einfach nur, oh mein Gott, so viel anders, was mache ich jetzt damit? Wie kann ich das sein, neben all den anderen, die diese Schwere wählen? Und was ich da gemacht habe, ich habe alle Kurse gemacht, die ich nur irgendwie machen konnte, weil ich gewusst habe, es wird mir mehr Raum geben. Es ist eine Investition in meine Zukunft. Ich hatte das Geld auch damals nicht dazu. Aber irgendwie die Wahl zu sagen, ich committe mich zu meiner Zukunft, ich committe mich zur Leichtigkeit, zur Freude und zur Herrlichkeit und ich hole mir alles, was mir beiträgt. Es koste es, was es wolle. Und das Geile ist, es hat sich ausgezahlt. Unglaublich, nicht nur, was es für mich persönlich bringt, was es für mich auch finanziell geöffnet hat. Es ist so, wenn du dich zu deiner Zukunft committest, ja, also wenn du wirklich Ja sagst zu deiner Zukunft, was kann dann zu dir kommen? Welche Räume können aufgehen? Was kann dir alles beitragen, das du bis jetzt noch vermieden hast? Und alles, was das ist, right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyonds. So hol dir alles, was dir gut tut. Ja, frag danach, dass auch alles, was du brauchst an Zeit, an Geld, an Kinder, Aufpassmenschen, wie heißen die Nannies, Kinder, Mädchen, alles, was du brauchst, frag einfach danach, dass es zu dir kommt. Ja? Sei bereit, das zu empfangen. Alles, was dich irgendwie nährt und dir beiträgt. Und meine Lieben, ich freue mich auf alles, was kommt. Wenn du mehr willst, hol's dir. Es gibt so viele Videos, es gibt so viele Tools da draußen, die du dir einfach von Podcasts und Büchern holen kannst. Hol sie dir. Es ist ein Buffet. Die Frage ist, hörst du dir wieder so ein Wahnsinnsvideo an, das dir erzählt, wie furchtbar die Zukunft sein wird? Oder hörst du dir das an, was dir mehr Leichtigkeit bringt? Wofür verwendest du deine Zeit? Was erlaubst du dich zu nähern? Ja? So alles, was das ist, right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyonds. Ich hoffe, das hat euch beigetragen und ich sage euch, ich freue mich riesig auf alles, was kommt. Wenn ihr wissen wollt, was auf dem Mittermeier-Buffet ist, geh einfach zu meiner Webseite susannamittermeier.com oder accessconsciousness.com/Susannamittermeier. Da findest du das ganze Buffet an Calls, Kursen, und so weiter, die da sind. Wenn du irgendwelche Wünsche hast, bin ich auch immer offen dafür. Und hey, meine Lieben, ich freue mich riesig auf unsere Zukunft und alles, was jetzt ist. Und wir sind jetzt dran. Bitte, bitte erkenn das an. Und ja,
Alles Liebe aus dem wunderschönen Kroatien hier, wo übrigens alles anders ist. Es ist so easy hier mit dem ganzen Gedöns hier. Es ist echt eine andere Welt, als ich es von Österreich und Deutschland kenne, kann ich nur sagen. Also nur als Info, es geht auch anders. Es ist nicht überall so crazy, wie wir das jetzt kennen. Und auf jeden Fall viel mehr Space. Danke für euch, danke fürs Zuhören, danke für dein Anderssein. Und let's do this, let's go, lass uns unsere Zukunft kreieren. Mua. Tschüss.